schönen guten Morgen. Jo, ich habe 6 Sägen letzte Woche nochmal gebaggert. Und heute geht es uns Grädern. Ich habe den Spitzgrad mit dem Bagger ausgehoben. Es hat sich einfach ergeben mit dem Bagger. Der war oben, wir haben ihn weggebaut. Und dann hat sich das mit dem Bagger ergeben. Und da habe ich einfach nachgegrädert. Nachgebaggert, noch auf geputzt, weggeputzt, Spitzgrad ausgehoben. Die haben eine gemacht, also die Wasserspulen dann. Ja, so ist das. Heute geht's ans Grädern. Wie gesagt, Platten verdichten, nachher noch hinten noch. Vom Plattenverrichter an Monitor habe ich jetzt auf einen, mit einem Magnetstützfuß da hergetan. Weil wenn ich noch einmal oben habe, schränkt er mir ab und zu die Sicht ein im Wald und so, das will ich nicht. Und so ist es mir bald am liebsten. Ja. Wetter sogar jetzt nächstes ein paar Tage wieder schön an. Wir sollten eigentlich noch was machen, noch was trinken, was kremmen. Aber der Lindner macht derzeit nicht mit, der ist auf Reha, der kriegt von der Achse ausdistanziert. Ja, das darf mit 11.000 Stunden, darf ich mal ab und zu irgendwo was sein. Jetzt die Fronthydraulik ist natürlich auch nicht gerade ideal, sagen wir so, für die Vorderachse, ist einfach so. Geht mit der Zeit auf die Vorderachse, ja, ich buchse dann aus, auch die Standscheiben reingehen, dann geht sie wieder rein, das ist ja nicht ganz so was. Das ist ja nicht so was. Dann kriegt er wieder Pickerle. Das ist auch wichtig. Die Pickerle braucht auch wieder eins. Ja, ist so. Heute grädern. Vormittag, Nachmittag wahrscheinlich. Schauen wir mal. Vielleicht gelingt es ja, dass wir Vormittag fertig werden. Und noch am Morgen. Morgen geht es im Wald. Ja. Jetzt einmal ist Grädern angesagt. Passt. Bis gleich. So. Ja, ihr kennt das Prozedere eh schon. Zuerst habe ich jetzt die tollseitige Büschung sauber gemacht, ausgeputzt, wo es so geht. Also zuerst haben wir den Spitzgraben ausgeputzt im Bagger. Jetzt haben wir mit Grädaschütt die tollseitige Büschung sauber gemacht. Und jetzt habe ich vom Spitzgraben her das erste Mal hergezogen. Und jetzt muss ich da 2-3 Mal runterziehen. Da oben ist relativ einfach, links hängt es weg, rechts ist der Spitzgraben. Oben weiter in den nächsten 2 Kernen, da wird es richtig geschissen, es sind 2 kurze Kerne hintereinander. Und wir haben zwischendrin Viren eine machen müssen, weil es mit der Böschung oben und unten nicht geht. Und es ist eine richtige Läden unten, es ist eine richtig stinkerte Läden. Grauenhafte Läden, die stinkt richtig. So. Ich hoffe, dass das so haltet. Schütt wieder gerade stellen. Nachdem das, wie gesagt, also ein Schmierzerleten ist, pickt das Zeug recht gut an. Der Weg ist halt ein richtiger schöner Wetterweg, das heißt, er ist nur bei schönem Wetter befahrbar. Jetzt hoffe ich, dass ich dadurch die Einsatzdauer oder halt die Einsatzzeiten ein bisschen erhöhen kann von dem Weg. Schuhträger und umso feiner das Material ist, umso einfacher ist, das ist ganz klar. Gell? Also zuerst ist es immer wichtig, Humus weg. Da ist sehr viel Humus gewesen auf dem Weg. Und alle weiter, das ist ein richtig stinkerte Läden, eine grauenhafte. Die, so, wir werden schräger stellen müssen. Sonst arbeiten wir das zu wenig aus. Bergab geht es natürlich noch. Umso weniger steil gestellt ist, dann muss man Geschwindigkeit aufbauen und. Ja, das ist halt so ein Weg, wo die Holzzahre im Sommer auch Ketten tragen. Das kannst du vergessen.
solche Regeln gibt es da in der Gegend überhaupt genug. Das Wichtigste sind in einem Forstbetrieb die Wege, die Forstwege, ohne die man es alles vergessen. Weil da kommt plötzlich Wasser aus, da unten, ob da wird es richtig scheiße. Wir haben oben noch eine Deponie, die müssen wir eh schon langsam abbauen. Eine Schutterdeponie oder Standdeponie. Und vielleicht, wenn wir mal gut aufgelegt sind und gut zu viel ist, dann führen wir da was hoch. Natürlich auch was. Brauchst du einen LKW, brauchst du einen Bagger. So, jetzt ist einmal die Dings abgenommen. So, und da wird es jetzt noch anschauen. So, jetzt haben wir da zuerst einmal nachziehen. Da nehmen wir jetzt letzte Woche, vor einer Woche, schon wieder zwei Wochen, das Holz aufgeführt, da war ich dabei. Ich habe es eh gesehen und da haben wir es richtig aufgekämpft. Und deswegen habe ich da noch den Weg abgezogen mit dem Bagger, ausgehoben und jetzt ziehen wir noch. Es gehört natürlich durch die Bammeln, das ist der nächste Schritt jetzt nachher. Wenn wir die Spülschungen, Sauerrahmen, Bammel überschneiden, ist einfach die Straßen braucht Licht. Und wenn es Licht hat, dann wird sie trocken oder schneller trocken. Und das war der Summendorf. Jetzt haben wir eine Kamera gekauft und mal Geschmack oder Geruch einbauen können. Das stinkt da und ich sag's jetzt richtig. Richtig alte Teichläden, so ungefähr stinkt's. Arsch, heil, wenn du da aussteckst, liegst du schon. Also das ist im Winter, ist er ja spitze, gell? Friert sofort, weil er so viel Feuchtigkeit in sich hat. Jetzt gehen wir unten nicht die Steine raus. Die Schicht müssen wir am Lager oder hobeln. Es hat derjenige, der da im Weg sein Netz gekriegt hat mit dem Bagger, also schon einige Jahre her, hat das nicht ideal gemacht, sagen wir so. Da war er relativ trocken zu der Zeit, der hat das abgezogen. Hinten nach war eigentlich ein super glatter Weg, hat er wirklich schön angelegt und alles. Nur es ist einfach das Material. Zu der Zeit hat es gepasst, wo er gebaggert hat. Einmal Regen war schon Arsch. Es war vorher auch nichts besser, es war danach nichts besser. Also, wie sagen wir so, es hat sich nicht viel was verbessert nach dem Einsatz. Das war schon einige Jahre her, das ist 10, 15 Jahre her, wo das gemacht worden ist. Sechs die Läden. Das ist eine richtige, stinkerte, lehmige Läden. Ein bisschen besseres Material kommt raus. So, jetzt wird es kritisch. Jetzt mal mitdenken. Jetzt ist nämlich eine Wasser-Wir. So bin ich da schon drin, gell, in der Wir. Da ziehen wir jetzt den Scheiß von mir durch. Dann der Kirsche muss ziehen wir so aus. Und umran. Das riecht so richtig gut. Aber ich habe es mittlerweile bin ich schon fast gewöhnt. Alex, hallo?
Flo, servus. Servus. Flo, sieht man dich am Sonntag? So, wir 6, jetzt sind wir schon wieder beim Verdichten. Jo. Schaut nicht ganz so schlecht aus. Es ist halt leider so, man kann mit Deckel kein. Man kann mit Gatsch kein Burg bauen, sagen wir so. Und mit Lehm kann man keine Straße bauen. Und da ist halt relativ lehmig. Der Untergrund ist jetzt. Jetzt sind wir wieder auf dem Ur-Untergrund. Der hat aber relativ viel Tonanteil und viel Tonanteil ist schlecht, weil er Wasser aufnimmt. Und ich glaube, wir werden einfach im Herbst oder im Winter, irgendwann einmal, wenn es Zeit ist, wenn wir einfach dran und schon da runterführen und das dann einfräsen. Da haben wir da ewig ein Ohr, ewig. Lässt sich gut verrichten, da haben wir genug Feuchtigkeit im Boden. Passt genau. Das muss man oft vorher bewässern. Jetzt, wenn du es trickst, wenn also durchs Vibrieren, durchs Klopfen, kommt bei mehr Feuchtigkeit wieder an die Oberfläche. Und wenn du es dann abtrickst, dann wird es sicher auch besser, wenn ich bin. Jetzt werden wir noch einen Teilstück oben machen. Oben ist das Nass noch unten, das Fletten. Das muss man besser abtrocknen. Vielleicht tun wir es auch noch am rausgeputzen mit dem Schütt. Jetzt werden wir die gerade oben machen von der zweiten, also von der ersten Kehr zu der zweiten Kehr. Dann lassen wir es einmal und dann werden wir wieder weitermachen. Dann ist jetzt ein Mittagessen gehen. Heute gibt es nämlich Rehlein. Das muss ich aber noch selber machen. Schlegel wird heute auch so geboten. Teile vom Schlegel. Ein Gemüse dazu. Geschickt hat sie. Gemüse, Rahmgurken oder irgend sowas, ich meine, dazu machen. Teilweise ist es nass, man sieht, wenn er so Würstel ablegt, dann ist es das Ezel jetzt nass. Das ist die Schmier, die oben auf ist. Jetzt ist der Weg wieder schön gespannt. Jetzt haut es wahrscheinlich mit dem Abrennen auch wieder gut hin. Oder relativ gut hin. Da ist halt der Kamote Arbeit, gell? 0,8 km/h. Ist halt eher was für Kamedere. Jeder hält das nicht aus. Einer hat jetzt runtergeschrieben, er hat die Silberdrähte nicht aushalten. Das ist ja nicht so ohne. Ja, man muss da. Dann reißt du durch. Wenn du noch ein paar Stunden umsitzt, hast du am Krempel vor, hinter. Dann reißt du irgendwann durch mit der Zeit. Aber ist so, jetzt bin ich schon gewöhnt. Oder die Bohnen, die Striche machen überhaupt nichts, beim ersten Regen sind sie schon weg. Das, nachdem das locker ist und nicht verdichtet ist, schwemmst du das noch weg. Das macht überhaupt nichts. Wir haben gesehen, es gibt auch Brandler oder irgendwie gibt es auch noch einen Plattenverdichter. Die haben in der Mitte sind sie so eingekerbt, die Platten an und dadurch hast du fast keine Striche, aber es ist relativ egal. So läuft das hier, ja. Also ich fahre da mit zweimal Druck rein und zweimal zurück in den Rücklauf. Und dann noch eine Leckölleitung, die muss auch in den drucklosen Rücklauf rein. So läuft das. Ideal wäre das heuer noch alles umbauen im Herbst. Eine große drucklose Rücklaufleitung kommt noch eine. Und dann werden wir wahrscheinlich von hinten nach vor vorlegen. Wenn wir dann die Leitungen vorlegen und vorne dann eine große Schraubkupplungen auf. Und da können wir dann auch eine Schraubkupplungen auf. Man kann es endlich in der Front betreiben. Jo, hat relativ kein Motor hin. So, meine Spanngurte habe ich extra für so Sachen. Das ist jetzt mit Magnet aufgeklipst, bleibt da oben. Super. Ja,
Kamottenarbeitsplatz. Kamera, ja. Haben wir eigentlich oft oder halt gedacht, dass es einmal zur Arbeitserleichterung sein wird. Brauche ich aber eigentlich eh nicht, weil ich immer hinterschauen muss. Problem ist schon. Kein Meter ist er so oft. Beim Gerät auch noch nicht vorher oben zu, oder halt eigentlich eingeschalten gehabt und oben zu aufgeschaut, aber ist nicht so relevant. Sagen wir so. Da zeigt er mich an. Da habe ich einen höheren Wert eingestellt. Reichen tut es für die so einfache Weg, wenn wir mit, weiß ich nicht, 7, 8, 9 fahren. Da fahren wir eher mit 11, 12 trotzdem. Damit ich weiß, wo dann die Schwachstellen sind im Weg, aber da ist das Material sehr gleichmäßig. Vorteil von dem Plattenverrichter ist, dass ich auch die Böschungen außen noch, also den Spitzgraben und die links außen noch Parkett noch verrichten kann. Mit der Wolze da, dass die abreiten. Das haben wir euch schon alles geklärt einmal. Ja, jetzt werde ich noch da gerade runterfahren, dort unten, wo der aus ist, von aus fahre ich wieder hinten rauf. Nachher, wenn man alles sechste wo, jetzt wird es ja extra Tage beständig werden. Schön nicht, aber beständig. Sitz habe ich mir jetzt anbieten lassen, am Beifahrersitz, einen anständigen von Sauer Maschinenbau. Und die Hundspinnen. Könnt ihr einmal unterschreiben, was er schätzt, was sowas kostet. Also, manche wird es eh wissen, aber ihr könnt es einmal runterschreiben unter die Kommentare, was das glaubst, was sowas kosten könnte. So ein Beifahrersitz, wo man schauen. Samo Maschinenbau, den habe ich selber zusammengepfuscht, der ist nicht ganz ideal. Die Dings müssen weiter hinten sein, die Rückenlehnen, also war zu hoch. Ja, ist ein Scheiß. Ich muss da mir irgendwas überlegen. Entweder kaufe ich mir wieder einen Originalsitz einer, oder ich kaufe wirklich vom Samo Maschinenbau einer. Schreib es einmal runter, was das glaubst, was der kostet. Das würde mich interessieren, was das schätzt. Ungefähr so wie der, nur in super, gell? Also, da passt die Rücklehne, da passt alles. Vielleicht schenkt man mal irgendwer seinen Geburtstag sowas. Ah. Ah, bitte schenkt es seinen Geburtstag sowas, nicht, da war ich beleidigt. Wenn, dann kaufe ich mir selber sowas ein, dann leider muss. Da haben wir eine kleine Flocken übrig gesehen. So ist das, ja. Geht kein Motor hin. Öl tue ich jetzt immer kontrollieren, jeden Tag immer Öl kontrollieren, ist sowieso wichtig. Ohne Vorhängel, ja, aber es ist so schlecht gegangen, es ist mir gar nicht aufgefallen. Mit Motor, irgendwo war dann zu wenig drinnen. Nicht viel zu wenig, aber etwas zu wenig. Und dann in die Hand gelogen. Ist zeigst dann oft an und das war eigentlich der Aus- oder halt der Wegschrei für ein Turbo. Ja. Jetzt läuft er alles, Turbo. Schaut gut aus, ja. Ist so. Vorne möchte ich jetzt noch ein Rings drüber bauen. Ein Motorhaubenschutz. Vorne über die Lüftergitter. Dass ich, wenn ich im Wald unterwegs bin, irgendwo Gras zum Schirpen zu suchen, damit man nicht einmal irgendwo nach Ost das Gitter vorne durchsticht, das will ich nicht. Deswegen kommt da vorne jetzt ein Schutz drüber auf. Das will man was selber irgendwas mit einem Bekannten irgendwas zusammenstricken. Also so ähnlich wie da Schlangen und Dreihard macht zum Beispiel. Oder sonstiger Anbieter. Jo! Da oben kommt die Büschung noch, Sauerkram. Da habe ich ein bisschen Baum aufgehustet, der Park kommt weg. Einen habe ich eh beleidigt, blöderweise mit dem Bagger. Ja, ist leider so. Da war das passt, glaube ich, so. Gut ist noch, wenn man die Traktorspuren hinten nachnehmen drin sieht, wenn man drüber fährt, noch was verdichtet, dann ist super. Oben geht es, wie gesagt, oben wird es noch zu nass, da muss ich noch aufhören. Da muss ich noch auf einen anderen Tag. Nachdem das da bei uns daheim ist, kann ich mir das erlauben, dass ich da jetzt alles so etagenweise hoch und es auswärts war, müssen wir warten bis trockener ist, dann das Gerät dann bewässern und am gleichen Tag noch verlegen. Mit den zwei Umfahrten.